Sie kam, sah und dreht sich. Die Imperia, seit 30 Jahren Blickfang im Konstanzer Hafen. Erst umstritten, heute Wahrzeichen-Hingucker, Touristenmagnet. Das ist das Zeichen der Stadt. Immer wenn wir nach Konstanz kommen, dann das Erste, wohin wir gehen, ist ja die Imperia. Ich finde sie eigentlich sehr schön und ich weiß, dass es eine Prostituierte war. Genau das sorgte für Entrüstung vor 30 Jahren. Und noch heute erhitzen sich so manche Gemüter in Konstanz. Ich finde, in eine Hafeneinfahrt gehört nicht eine Nutte, sondern wie in Amerika vielleicht Freiheitsstatue oder eben was Positives. Tag der Enthüllung vor 30 Jahren. Es kommen tausende Neugierige. Der Künstler Peter Lenk, ein Provokateur, hatte es spannend gemacht. Es wurde im Vorfeld viel spekuliert, das Schlimmste befürchtet. Wir hatten sehr hohe, also große Widerstände. Das Denkmalamt war zunächst dagegen, das Wasserwirtschaftsamt. Also es waren eigentlich gar keine Chancen da. Der Gemeinderat sowieso. Und wir haben es dann doch gepackt. In einer Nacht- und Nebelaktion wird die Imperia aufgestellt und sollte eigentlich nur kurz bleiben. Ein Coup, ausgeheckt vom Fremdenverkehrsamt mit dem Künstler. Über das Ergebnis sind die katholische Kirche und Konservative empört. Papst und König als mickrige Zwerge in den Händen einer Prostituierten. Es hat die Menschen so ein bisschen geteilt, die einen dafür und die anderen dagegen. Ja. Also das waren schon zwei Meinungsfronten. Ja. Aber die Wogen glätten sich bald. Die Imperia darf schließlich bleiben, die Bürger stimmen dafür. Heute ist sie nicht mehr wegzudenken, schicksalhaft mit der Stadt verbunden, auch in schweren Corona-Zeiten. Dreht sich wunderbar. Der Mittelpunkt hier am Hafen genießt eigentlich jeder. Die Imperia in Konstanz. Sie ist gekommen, um zu bleiben.